Ich habe die kreativsten Menschen auf der ganzen Welt gefunden. Du wirst auf jeden Fall erstaunt sein, was sie alles machen können. Selbst Iron Man mit so einem Pappkarton ist nicht sicher, Freunde. Durch die Lampe quasi durch, dann auch so ein Vorteilcharakter, wie die seine Rakete schießt mit dem Fahrstuhl, Leute. Am Ende wird es auf jeden Fall noch richtig, richtig krasse Sachen geben, deswegen bleib auf jeden Fall dran. Da gibt es geheime, kreative Menschensachen. Und jetzt haben wir hier irgendjemanden, der so richtig, richtig krass zeichnen kann, mit so komischen Xen die ganze Zeit. Das malt er die Person und es ist einfach alles aus so X, Q und Y aus dem Alphabet, Leute. Richtig, richtig heftig. Was kann man jetzt am besten aus diesem Blatt jetzt hier entnehmen? Und zwar macht er jetzt hier diese Person da im Hintergrund, Leute, die macht er jetzt irgendwie aufs Blatt drauf. Ich weiß zwar nicht, wie er das Ganze machen möchte, aber es sieht schon so aus, als würde er das Gesicht ganz zu dem bekommen. Auch hier die Krawatte und sowas, ne? Seine Hand, glaube ich. Und guck mal jetzt hier, die Krawatte. Okay, mal gucken. Also er macht ein bisschen noch mehr raus hier. Und auch sogar unten sind das jetzt, was soll das jetzt hier sein, Leute? Ach so, das sind jetzt irgendwelche chinesischen Zeichen anscheinend. Okay, und jetzt hier der Anzug und oh mein Gott, sieht das krass aus, Alter. Was? Das sieht fast genauso aus, als wäre es eine Person quasi wie von ihm, ne? Also es wäre, als wäre es einfach die Person gerade geworden. Okay, jetzt haben wir jetzt hier irgend so ein dickes Wasser hier. Erstmal rein und yo! Leute, was kam denn jetzt gerade daraus? Einfach Elefantenzahnpasta oder wie man es nennt, ne? Okay, jetzt guck mal, der malt jetzt hier mit seinem komischen Ding, malt er jetzt hier eine Person an die Wand. Alter Schwede, guckt euch das mal an. Das ist ja so krass mit diesem Spaten jetzt hier. Und Italien auf jeden Fall, er möchte sein Land repräsentieren und oh mein Gott, sieht das gut aus. Ist ja richtig gut geworden. Guck mal, jetzt hier der Bär sogar, ne? Ey, was geht denn jetzt hier bei dem Bär ab, Freunde? Hier malt er noch so ein paar Blumen und sowas ran. Sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr cool aus. Und, muss auch schon sagen, Alter, okay, was macht er jetzt hier? Aha, und auch jetzt hier nochmal eine Frau ranmalen. Mit so einer Lampe sogar dann. Ey, was sind das für krasse Schattierungen und sowas, ne? Das ist halt, das sieht so krass gut aus, Leute. Okay, muss ich schon sagen, sehr, sehr gut. Also auf jeden Fall Respekt. Okay, was haben wir jetzt hier? So ein Eisblock. Den füllen wir jetzt hier mit so weiteren kleinen Eisblöcken oder macht er jetzt, glaube ich, den heftigsten Smoothie. Sieht aus, als würde er jetzt hier irgendwie so einen krassen Smoothie machen. Mit verschiedenen Farben sogar. Oha, so ein Styroporball schön mal ankugeln. Jetzt hier so anscheinend was rankleben. Okay, was soll das jetzt sein? Ist das von der Steckdose? Yo! Oha, voll der Partyball, Freunde. Was geht denn bitte schon bei dem Partyball jetzt hier gerade ab? Alter Schwede, Mann. Okay. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus jetzt hier. Mal gucken. Und er macht jetzt hier auf jeden Fall auch noch hier so eine Krone rauf. Sieht sehr, sehr gut aus, Freunde, muss ich sagen. Ey, was macht er denn jetzt da bitte schön mit seinen... Alter, die Augen. Der macht ja so eine komische Figur oder sowas, ne? Ey, auch jetzt hier die Lippen. Auch hier hinten sogar am Rücken und sowas, die Schulterblätter. Okay, das sieht auf jeden Fall echt richtig, richtig krass aus, was für eine realistische Puppe der gerade gemacht hat. Okay, jetzt hier ein paar Gurken und jetzt ein bisschen Backpulver rauf. Und jetzt kann man schon denken, das ist irgendwie so in der Antarktis oder sowas, wie die jetzt so zwei Berge oder so überkreuzen. Dabei ist es halt einfach, oh, der Everest-Film. Yo, das sieht ja übertrieben krass aus. Okay, jetzt haben wir nochmal ein paar weitere Bambus-Sachen. Hier mal ganz kurz reinschrauben. Sehr, sehr gut, Freunde. Und jetzt hier das Kabel rummachen. Ui, okay. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool aus. Und jetzt kommt Schnitz und Schnitz weiter. Und jetzt, oh, das Kabel, Leute. Wie das Kabel. Oha. Okay, der macht jetzt anscheinend irgendwas hier rauf. Irgendwas macht er jetzt hier mit den Bambusteilen. Ich bin mal gespannt. Oh, der macht eine Sniper, Leute. Eine Sniper. Oh, was? Eine Wassersniper, Freunde. Und die funktioniert sogar. Das ist ja richtig krass. Jetzt kann er damit zum Beispiel die Hühnchen abschießen. Warum auch immer man das machen sollte. Und jetzt guck mal hier, richtig kreative Air Force Leute, die malt er jetzt hier an, mit so richtig coolem Anime-Design drauf, alles klar, sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, sogar hier die kleinen Augen und sowas, Alter, und jetzt guck mal, zack, und mit richtigem feinen Handschliff und zack, sind das richtig coole Air Force, ich würde sie nicht tragen, aber ich denke mal, ein paar von euch bestimmt schon. Jetzt hier, guck mal, alles vom Glas abschneiden, was macht er jetzt hier draus, macht er daraus so ein Ring oder soll das, nee, es ist eine Vase gerade, ne? Doch, er macht das hier so ein kleines Blatt daraus, Leute. Das ist einfach aus einer Glasflasche. Was? Es sieht ja mal richtig cool aus. Guck mal jetzt hier, bisschen Regenbogenfarben. Alles klar, okay. Und dann, oha. Oha, wie das aussieht, Leute. Auch hier unten sogar noch. Und jetzt kommt, was soll das jetzt sein? So ein Skelett auch noch. Okay, sehr cool. Ich wusste gar nicht, dass halt die Farbe darauf so gut halten kann. Aber anscheinend schon, ne? So ein paar Sonnenblumen. Okay, Sonnenblumen sehen gut aus. Und was soll das jetzt hier werden? Alles klar, auch nochmal hier ganz kurz was dran machen. Okay, oh, und dann ist die Sonnenblume quasi fertig. Sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr cool aus. So, komm, ein bisschen Knete rumspielen. Jetzt macht er hier,
Ach, so ein paar Nasenlöcher. Ja, warum sieht das halt direkt schon so realistisch aus, ne? Warum sieht das jetzt direkt schon so krass realistisch aus, ne? Das ist so eine kleine Millimeterarbeit. Man kann direkt schon sehen, die Person wird auf jeden Fall echt krass aussehen, ne? Auch hier mit den Augenbrauen, die Ohren sogar noch dazu. Sogar so, oh mein Gott. Okay, die Haare sogar. Ey, warum sehen sogar selbst die Haare so krass aus, Leute? Oh Gott, was soll das denn jetzt werden? Soll es der Körper werden? Er macht sogar den Körper. Lol, auch die Schuhe und sowas. Ey, was ist das für eine krasse, ey, sogar hier so Falten rein, Leute, bei der Hose. So wie es halt sein muss. Jetzt sogar hier noch so ein Oberteil auch noch, so ein T-Shirt mit einer Jacke drüber. Ey, warum sieht das bitte schon so krass aus? Irgendwas steht noch irgendwas drauf. Okay, irgend so eine krasse Jacke soll das werden. Auch die Arme und jetzt die Figuren. Schon ist die Figur fertig und das ist so krass realistisch gemacht, Leute, mit der Knete. So, was macht jetzt das Kind jetzt hier? Anscheinend irgendwie Klebestreifen und dann kann man das darauf machen und dann kannst du das Ganze anmalen. Aha. Das heißt, er malt jetzt hier diese kleinen Sachen an, knetet jetzt hier trotzdem noch mal ein bisschen mehr, macht jetzt hier die Augen daran, okay? Dann macht jetzt hier so ein paar Augen drauf. Ey, dieses Kind ist schon mal sehr, sehr kreativ für das Alter, ne? Muss man ja schon so sagen, Leute. Jetzt hier so ein bisschen, aha, so ein bisschen Rasen und schon ist das Krokodil fertig. Ey, das Kind ist vielleicht gerade mal 3 Jahre alt, hat es einfach gerade sowas gemalt. Unnormal heftig auf jeden Fall. So, was haben wir jetzt hier am Start? Und zwar ein bisschen was rübermalen, alles klar. Okay, jetzt hier die Farbe ein bisschen vermischen und schon macht daraus jetzt so einen Kreis. Und ich bin jetzt mal gespannt, was das Ganze hier werden soll. Alter, okay, das ist schon, oh mein Gott, sogar richtig dunkel jetzt hier außen. Ey, was? Okay, das ist jetzt irgendwie so ein Mond. Läuft auf jeden Fall. Okay, jetzt hier, oha, die Delfine. Und yo, ich dachte, das wäre einfach, da wirklich eine Leiter, aber das ist einfach so perspektivenmäßig gemalt, ey, was? Hier zeigt jetzt quasi, wie das Ganze funktioniert, also man muss es quasi einfach nur so machen. Ist gar nicht mal so heftig, Leute, aber dann kann man schon mal von der Perspektive sehen, dass es halt einfach nur gemalt wurde, ne? So, was haben wir jetzt hier am Start? Irgendwie hat er jetzt hier so ein, ist es Seife oder soll das ein Schwamm sein? Oder ist es auch wieder Knete? Aber auf jeden Fall geht er jetzt hier wieder mit dem Skalpell ran und macht daraus, glaube ich, richtig, richtig krasse Kunst. Ey, das sieht so krass aus, Freunde. Ohne Witz, ich würde das am liebsten auch selber machen können. Ey, das sieht so cool aus. Auch hier der Vogel und so, ne? So, jetzt hier wieder drum schneiden. Und jetzt geht's hier weiter. Und der Vogel fliegt. Ja! So ein kleiner Vogel, der einfach fliegen kann. So, was macht er jetzt hier? Er macht jetzt ein paar weitere Schnittsachen. Auch sehr, sehr cool. Das soll so ein Schornstein sein. Das ist quasi, glaube ich, aus dem Stift gemacht. Ne? Das heißt, es ist hardcore rangezoomt. Das ist einfach, jupp, einfach ein Stift gewesen. Vor so ein ganz normaler Buntstift. Jetzt hier hat er anscheinend sein Handy da reingelegt. Und dann ist es so ein Mond. Ey, was? Und jetzt kann er das Ganze runter machen, dann kann man denken, yo, als würde er da so einen Mond fotografieren. Hä, wie krass ist denn das, bitteschön? Also sowas habe ich auf jeden Fall auch noch nicht gesehen. Das sah auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, Freunde. Okay, was haben wir jetzt hier? Und zwar, aha, und das Ganze jetzt hier an einem Ast und, oh mein Gott, das ist die perfekte, yo, der macht da so Schneekugeln quasi an die Äste ran. Ey, mit so Herzsymbolen, sehr, sehr cool gemacht. Hier sogar so ein kleiner Lego-Roboter. Ey, was? Der sieht ja richtig cool aus jetzt hier. Guck mal. Und er fährt jetzt hier sogar noch weiter rüber. Und fährt sogar hier über die nächsten Sachen. Ey, was? Das wird schon für ein cooler Roboter, Freunde. Der sieht ja einfach so cool aus. Okay, ein bisschen aber hier die Flasche so kaputt machen. Jetzt hier den Luftballon rein. Jetzt kannst du das Ganze so aufpusten und dann sogar zumachen. Und dann sind sogar anscheinend richtig, richtig coole so Laternen. Okay. Wie kann er jetzt diese Karte bewegen? Oh, okay, da hinten ist anscheinend... Alter, so ein Zauberer verrät jetzt hier seine Tricks oder was? Alles klar. Man könnte jetzt denken, da sind so... Oh mein Gott, was? Und ey, es ist einfach an so einem... Oh, an so einem Schlüssel dran, Freunde. Yo, das ist ja so krass gemacht, ne? Ey, der ganze Zauberer verrät jetzt hier seine ganzen Tricks, seine kreativen Tricks jetzt hier gerade. Und jetzt hier der Ballon schwebt in der Luft, jetzt hier der Deckel schwebt auch, das ist glaube ich hier an seinem Ohr das dran gemacht, ne? Guck mal jetzt hier, Alter, okay. Deckel ran und der Deckel schwebt, jetzt kann er, yo, Sachen durch sein Handy durchziehen. Wie hat er denn das gerade schön gemacht? Und zwar muss man das einfach nur so machen und das davor packen und dann sieht das quasi so, als würde es durch das Handy gehen. Jetzt hier, guck mal, der macht ja auch so Bleistiften, irgendwie gerade so ein Drachen. Ey, was? Nee, das ist so Origami, glaube ich. Gott, der macht jetzt hier so ein paar Sachen, damit er heftiger aussieht. Und jetzt hat er hier so einen Mülleimer, ein paar Tomaten reinlegen oder was? Okay, jetzt hier ist es anscheinend heiß. Hä? Lol, jetzt ist einfach so ein Truthahn. Ey, was? Okay, sowas habe ich halt auch noch nie gesehen. So, jetzt kann er hier die Melone in so eine perfekte... Hä, warum ist denn gerade die Melone so angerissen, Alter? WTF? Okay, jetzt kann er hier weiterschneiden, Freunde. So, weiterschneiden. Dann hier weiterschneiden.
und hier weiter schneiden. Okay, und jetzt hat er das quasi ja immer noch, glaube ich, ein bisschen zu groß. Jetzt kann er das Ganze zu einem Kuchen machen, wenn mich das jetzt nicht gerade ganz täuscht. Ich glaube, es wird jetzt zu einem Kuchen. So, jetzt hier nochmal ganz kurz Viereck und jetzt kann er schön die Glasur. Okay, hat wahrscheinlich ordentlich fruchtigen Geschmack, denn jetzt kann ich hier schön was drüber machen, Freunde. Das heißt, darunter ist einfach gerade eine Melone, ne? Damit ihr Bescheid wisst, Leute, ist einfach eine Melone. Und jetzt kann er hier wieder so ein paar Sachen anschnitzen. Okay, okay, das kann er darauf machen. Jetzt war das einfach vorher, Leute, eine Melone und jetzt ist es einfach irgendwas Neues. Okay, jetzt hat er so eine Energie und jetzt schneidet er es auf und zack, innen drin. Einfach Melone, Freunde. Ey, was? Und das kann er also schön reinbeißen. Ist natürlich sehr, sehr cool gemacht. Ist halt die Frage, ob es auch schmeckt mit diesem Kuchenteig zusammen oder auch nicht. Und jetzt kann er hier, Leute, ey, das ist einfach von einem Lippenstift, ne? Da macht jetzt hier so einen schönen Daumen nach oben, Leute. Deswegen gebt auf jeden Fall auch gerne einen Daumen nach oben. Vergesst auf jeden Fall nicht, ein Like da zu lassen. Und jetzt hier schön Sand schneiden. Alter, sieht das angenehm aus, Leute. Uiuiuiui, das ist ja also übertrieben angenehm jetzt hier, wie das gerade dieses Sand am Schneiden ist. Jetzt hier, guck mal, der Löffel. Oha, der Löffel wird jetzt erscheint erhitzt und dann kann er das Ganze so zerdrücken mit Wachs und sowas. Yo, und auch hier das mit Blau drauf und so, yo. Ey, das sieht ja so krass aus, Freunde. Ja, was sind das bitte schon alles für Sachen? Und guck mal, jetzt kann er das abnehmen und dann erhitzen. Und dann hat er so ein eigenes Gelee-Ding mit quasi... Oh mein Gott, das soll dann so ein Eisberg darstellen. Was? Und es ist so eine Kerze mit so einem Eisberg. Auch sehr, sehr cool gemacht, Leute, muss ich sagen. Sehr, sehr krass. Das soll es aber auf jeden Fall schon vor dem Video gewesen sein. Wenn ihr davon noch mehr sehen möchtet, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Checkt gerne die beiden Videos aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.